Ja, hallihallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen jetzt hier wieder zum nächsten Teil unseres Video-Tutorials. Wie erstelle ich die allgemeine Form einer Parabel? Ich will die Funktion ermitteln, ich kenne jetzt hier die dritte Möglichkeit. Ich weiß jetzt zum Beispiel c ist minus 3 und ich kenne auch wieder zwei Punkte, durch die jetzt diese Funktion verlaufen soll. Dementsprechend sollten wir es natürlich jetzt langsam wissen. Was ist der erste Schritt? Na, wer weiß es? Richtig! Wir setzen die Punkte P und Q in die gegebene allgemeine Form ein. Müssen natürlich aufpassen, dass wir uns hier nicht verrechnen. Und wenn man fit im Kopf ist, kann man natürlich da einiges abkürzen. Deswegen setzen wir als erstes ein P, dann steht da minus 13 ist gleich A mal minus 2 zum Quadrat. Minus 2 zum Quadrat ergibt 4, also 4a. Plus b mal minus 2 ergibt minus 2b minus 3, weil 3 steht ja schon da. Setzen wir q ein. Dann weiß ich, dass minus 3 das gleiche ist wie a mal 8 Quadrat, 8 zum Quadrat ist 64, also 64a plus 8b minus 3. So, betrachtet man die Fälle mit a bekannt und b bekannt, dann war dann unser nächster Schritt, dass wir erstens minus zweitens rechnen und das c fällt raus. Problem hier, wenn ich jetzt erstens minus zweitens rechne, hätte ich einerseits 4a minus 64a ergibt minus 60a und minus 2b minus 8b ergibt minus 10b. Das heißt, sowohl a und b sind noch da. Deswegen brauche ich jetzt eine geschickte Umform. Ich muss schauen, dass ich durch geschicktes Multiplizieren in der Lage bin, vor einer der Variablen, das können entweder a sein oder b, die gleiche Zahl zu bekommen. Das heißt, wenn ich das natürlich jetzt erkenne, dass 64 und 4 natürlich ein Vielfaches ist, 64 ist nämlich nichts anderes wie 16 mal 4, könnte ich natürlich jetzt die erste Zahl mal 16 rechnen und damit hätte ich hier auch die 64. Müsste ich allerdings auch minus 13 mal 16 rechnen, ich müsste minus 3 mal 16 rechnen. In dem Fall braucht man ziemlich große Zahlen. Ich könnte natürlich auch schauen, ich gucke, dass ich vor dem b die gleiche Zahl habe. In dem Fall ist 8 ja ein Vielfaches von 2. Das heißt, wenn ich 2 mal 4 rechne, hätte ich ebenfalls die Zahl 8. Allerdings hätten unsere Zahlen dann verschiedene Vorzeichen und dann dürfte man nicht erstens minus 2 rechnen, sondern muss ich rechnen, erstens plus 2. Weil wenn ich rechne, zum Beispiel minus 8 plus 8, ergibt es minus 8 plus 8 und b fällt weg. Falls das natürlich jetzt einer nicht sehen soll, dass hier die eine Zahl ein Vielfaches von der anderen wäre, könnte man es natürlich auch ein bisschen komplizierter machen, wird genauso gehen. Ich könnte sagen, gut, ich nehme die erste Zeile mal 64, weil hier die 64 steht. Ich nehme die zweite Zeile komplett mal 4, damit hätte ich dann auch vor dem a die gleiche Zahl. Allerdings hätte ich überall erstmal riesige Zahlen. Ich könnte euch auch sagen, gut, ich nehme die zweite Zeile zum Beispiel mal minus 2, damit hätte ich vor dem b minus 16b dastehen. Und hier nehme ich die nämlich mal 8 zum Beispiel, hätte ich auch hier stehen dann minus 16b, hätte man das gleiche, könnte man es dementsprechend wieder mit minus eliminieren. Oder ich schaue einfach, dass verschiedene Zeichen sind. Ich rechne hier mal 8, hier mal 2, damit habe ich hier minus 16, hier hätte ich plus 16, wenn ich es addiere, fällt es weg. Am schnellsten geht natürlich jetzt hier die erste mal 4. Reimt sich sogar und was sich reimt, ist gut. Ja, also dementsprechend ist natürlich jetzt wieder hier der Fall da für die Kopfrechner. Wer da nicht sicher ist, nimmt bitte zur Not den Taschenrechner. 4 mal 13 ergibt 10 mal 4 ist 40, 3 mal 4 ist 12, also minus 52 ist gleich 16a minus 16b minus 12. Und die zweite Zeile, ja, die bleibt dort stehen.
plus 8b minus 3. Damit habe ich jetzt den Fall vor den Zahlen. Das ist ein Fehler. Man schaut aber aufpasst, das ist natürlich minus 8b. 4 mal 2 ist natürlich minus 8. Wer hätte das gedacht? Ja, nun haben wir natürlich jetzt die verschiedenen Vorzeichen. Also müssen wir in dem Fall jetzt mal erstes plus zweitens rechnen. Das liefert mir minus 52 plus minus 3 ergibt minus 55. Ist klar. 16a plus 64a ergibt 80a. Minus 8b plus 8b fällt weg. Minus 12 plus minus 3 ergibt minus 15. Ja, damit rechnen wir plus 15. Damit weiß ich, 80a ist minus 40. Wir dividieren durch 80 und haben ein wunderschönes a, nämlich minus 0,5. Ja. Als nächstes brauche ich natürlich jetzt noch b. Das schaffe ich, indem ich jetzt a wieder in erstes oder zweites einsetze. Geschickt, nehmt bitte die obersten. Weil falls ihr euch da verrechnet habt, habt ihr noch einen Fehler. Wir setzen in die Ausgangsform ein, weil die Zahlen kleiner sind. Könnten wir zum Beispiel jetzt da einsetzen, falls einer sagt, ach nö, ich hätte es lieber zweitens eingesetzt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich setze mal zur Abwechslung in zweitens ein. Dann steht da, minus 3 ist gleich 64 mal minus 0,5 plus 8b minus 3, also weiß ich, dass minus 3 64 mal minus 0,5 sind, also minus 32, also habe ich minus 32 plus 8b minus 3, minus 32 minus 3 ergibt bekanntlich minus 35, also rechne ich plus 35 minus 3 plus 35 ergibt normalerweise dann 32, also weiß ich, 32 ist gleich 8b, das heißt, wir dividieren an dieser Stelle jetzt durch 8 und damit habe ich ein b von 4. Ja, also können wir die Parabelgleichung hinschreiben und wenn das natürlich in der Abschlussprüfung auch so dasteht, freut man sich wieder und hat man eine sensationelle Anzahl von 2 Punkten. Kriegt man genauso viel auch, wenn man es dann schafft, die Parabel zu zeichnen und die Gerade. Genauso 2 Punkte wären. Das sind natürlich dann 2 Punkte, die sind am Schluss notenentscheidend. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn man sowas kann. Also, dementsprechend ist y minus 0,5 x² plus 4x minus 3. Ja, falls es einer jetzt noch nicht so begriffen hat, schaut es am besten einfach nochmal an, sucht sich zum Beispiel mal aus irgendeiner Abschlussprüfung irgendeine quadratische Funktion raus oder mit der Table-Funktion, gebt einfach mal die Funktion in den Taschenrechner ein, irgendeine, pickt euch 2 Punkte raus, die dann in einem bestimmten Intervall drauf liegen sollen, nehmt das Blatt, ersetzt A, B und C, nehmt als gegeben vor, macht die anderen nochmals Variablen, schaut dann, ist es wirklich, wenn ihr einsetzt und umformt, eure Ausgangsfunktion, also da habt ihr mithilfe der Table-Funktion, könnt ihr da unendlich viele Geradengleichungen mit Werten erstellen. Denkt euch eine aus, erstellt euch die Funktion, pickt euch 2 Wertepaare raus, ersetzt dann A, B oder C bei 2 Fällen durch A und B wieder, lasst eins stehen, setzt ein, formt um, bis ihr merkt, oh, ich kriege immer wieder die Ausgangsfunktion raus. Besser kann man es nicht üben, das sind am Schluss 2 wichtige Punkte. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen erklären, veranschaulichen, hier auch an unserer Tafel und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Aufstellen von Gleichungen von quadratischen Funktionen. Und ja, wenn wir das dann geübt haben, schauen wir uns natürlich noch eine weitere Anwendung an, die dann auch immer bei quadratischen Funktionen kommt.
Doch dazu mehr in unserem nächsten Videoclip. In diesem Sinne, seid fleißig, übt's bitte, schaut, dass ihr euch das dann ein wenig verinnerlicht, übt's auf realmatte.de, das gibt's ja noch bis Ende dieses Schuljahres, also bis Ende des Schuljahres 2020, dann wird's eingestellt. Sehr schöne Seite auch zum Üben, ob ihr das könnt. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, euer Herr Peter.